So, hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich spiele jetzt Crysis 1 und 2. Hab gerade die Systemeinstellungen auf hoch gestellt, da es mit meinem Computer komischerweise funktioniert. Mit dem, den ich jetzt habe. Ich spiele auf normal natürlich und ich kenne Crysis gar nicht. Ich habe das jetzt nur vom Freund empfehlen bekommen. Gut, dann schauen wir uns mal an. Okay. Und jetzt hat mich irgendwas aus dem Spiel rausgehauen. Na, muss ich nachher wieder Vollbild machen. Ja, also schon mal gut. Hui. Ich will auch so einen Anzug. Nicht schlecht. Mhm. Nicht schlecht. Die Supersoldaten, circa so. Hm, nicht schlecht. Nicht schlecht, ich will auch so einen Anzug. Das weiß ich jetzt schon. Und ich kann immer noch nicht hier Vollbild schalten bei mir. Und der finde ich scheiße. Es lädt. 12, 15, 19, 23, 27, 33. Ja. Und 50. Jetzt sind wir bei 60. 61, 62, 63, 64 und die 65. Werden wir noch die 77 erreichen? Auf 77? Ich weiß es nicht. Aber egal. Gut, jetzt sind wir ab. Online. Okay, dann schalten wir gleich mal auf Fullbild, wenn wir was drücken können. Weil so kann man nicht spielen. Das geht nicht. Glühe fast zum Fortfahren drücken. Okay. Oh, das ist ja gar nicht mehr so weit. Das haben wir noch 9 Jahre. Bis ich auch so einen Anzug kaufen kann. Wir? Okay. Also laut ist das Spiel schon mal. 7 Tage später. Linghan-Inseln, Philippinische Meer, irgendwas. Und ich kann immer noch nicht auf Vollbild schalten, beziehungsweise ich will es nicht tun. Ja. Ich Angst habe, dass ich jetzt das hier beende. Zentrale, hier ist Sky Chief. Sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braucht sich ein Gewitter zusammen. Und es ruckelt doch ziemlich. Negativ, Sky Chief. Kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Dann tischen wir jetzt ab, das weiß ich jetzt schon. Hey Norman, gibt's dich auch nochmal? Wir haben alles Anzüge. Meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho!
Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Oh, schade. Wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Okay. Das war vor einer Woche. Vor zwei Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Neunter Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Mhm. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! Muss ich laufen? Nee. Jetzt kann ich auf Vollbild schalten. Und Systemeinstellungen. Ja. Und Vollbild. So. Und Reiter. So. Okay. Ein bisschen zu. So. Ne. Jetzt ist schon besser. Das wird ein Spaziergang. Ich hab von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, macht das alles hier rechtzeitig. Cool. Von mir aus, ich habe die echt schon gut. Dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution cool. verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando. Los! Wie? Was zum Teufel? Seht ihr das? Norbert hat's erwischt. Er hat seinen Schirm verloren. Er ist weg! Mein verdammter Schirm ist weg! Ich habe keinen Reserveschirm mehr! Reißen Sie sich zusammen! Sie sind über Wasser! Ihr Anzug absorbiert den Aufprall! Energiekritisch. Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herz ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand! Oh, das haut mich wieder raus. Wieso? Was für eine Fehlermeldung willst du denn? Ach, Windows 7. Aktive Farbe behalten und die Meldung nicht mehr melden zeigen. So, gut, das haben wir das auch behoben. Jetzt gehen wir nochmal auf Vollbild. Grafik, Vollbild, übernehmen. Ja. Gut, dann haben wir das auch fertig. Dann können wir jetzt weiter spielen. Oh, das sieht so cool aus hier. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden. Rückt ihr jetzt zur Landezone vor? Aztec, ich hab sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen! Shit! Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Na, super. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energiekritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Immer noch kein Zeichen von Aztec. No Mensch. Maus 3 halten und Anzugsteuerung aktivieren. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Tarnfeld aktiviert. Okay, cool. Was ist das? Das ist Speed. Maximales Tempo. Cool. Okay, und Stärke war das hier. Maximale Stärke. Hey, der springt voll geil hoch. Tarnfeld aktiviert. Hey, da ist was. Maximale Panzerung. Y. Ups, jetzt habe ich irgendwas umgeschaltet. Y? Gehst du jetzt Y? Jetzt. Maximales Tempo. So. F Objekt nehmen. Das brauchen wir wahrscheinlich mal. Maximale Panzerung. Schalldämpfer. Maximale Stärke. Wo soll ich denn mein Ding? Ich finde es so geil, wie die hochhüpfen. Aua.
aktiviert. Hm. Tarnfeld aktiviert. Visier, Maus 2. Energie kritisch. Maximales Tempo. Schon geil, eigentlich. Prophet, hier Aztec. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Muss ich jetzt wahrscheinlich hineilen. Cool. Kann man noch tunen, die Waffe. Nomad! Hier oben! Hm? Komm schon, wir müssen zuerst hin. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille. 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Tarnfeld aktiviert. Was ist denn los? Lagebericht! Jetzt! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Crawford, hilf mir! Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Maximales Tempo. Energie kritisch. Diese Energie ist immer. Bleib lieber im Panzermodus, Nomad. Du weißt nie, wann du ihn brauchst. Maximale Panzerung. Verdammt! Was ist das? Okay, jetzt sind wir hier bei der Landezone, aber... Da ist ein Stein. Müssen wir die Steuerung nochmal einprägen. Oh, das ist ziemlich lieb hier. Mann, was zum Teufel war denn hier los? Okay, also Crisis gefällt mir. Das? Jetzt kommt irgendwas, was mich erschreckt wird, wahrscheinlich. Ach, wie ich mich da so schön freue. Mir gefällt das nicht, Mann. Ich steige mal schön drüber. Oh, jetzt gucken wir mal nach oben. Mist. Was war das? Das ist eine Spinne. Eine Spinne. Bitte kommen. Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt. Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Sie sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt. Oh, da werde ich mich nie gewinnen. Adios, amigo. Geschmolzen. Okay, Spinner. Ich nehme es mit dir auf. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone.